Ja, hallo Foto- und Outdoor-Freunde, hier ist der Pascal, der Forestwalker. Ja, heute gehe ich wieder etwas wandern hier im Saarland und zwar auf dem Idisbachpfad. 18 Kilometer lang mit etwas mehr wie 500 Höhenmeter. Und wenn du Lust drauf hast, dann bleib dran, nach dem Intro geht's los. Ja, ich stehe momentan hier am Startpunkt dieser Tour und zwar ja, hier in Seersburg. An der Hessmühle bzw. in der Nähe von der Hessmühle. Der Startpunkt ist einige Meter weiter rüber. Und wie gesagt, hier stehe ich momentan und jetzt geht es im Uhrzeigersinn diesen schönen langen Weg hier entlang, bis ich dann wieder am Startpunkt zurück bin. Und wie gesagt, 18 Kilometer mit etwas mehr wie 500 Höhenmeter. Und ich würde sagen, los geht's! Ja, das fängt ja schon richtig gut an hier auf dem Idisbachpfad. Seitdem ich losgegangen bin, bin ich noch, glaube ich, keinen Meter geradeaus gelaufen, sondern nur bergauf. Ja, wenn ich hier gerade ausschaue, habe ich hier auch noch ein paar Höhenmeter hier vor mir, bis ich, glaube ich, mal oben ankomme. Ja, da bin ich schon mal gespannt, wie sich diese 500 Höhenmeter hier auf dem Weg aufteilen. Oh je. Hier geht es hoch und hoch und hoch. Bin gespannt, vielleicht kommen ja die meisten Höhenmeter auch schon hier direkt am Anfang. Ja, ich lasse mich überraschen und ich würde sagen, weiter geht's. So, hier vorne habe ich ein Schild entdeckt. Schaut mal her, steht drauf. Schöne Aussicht, da würde ich sagen, gehen wir doch mal hin zu der schönen Aussicht und schauen uns mal an, wie schön die Aussicht tatsächlich ist. Ja, da ich ungefähr weiß, wo man gleich drauf schauen wird, muss ich sagen, wird die Aussicht für meinen Geschmack gar nicht so schön sein. Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt. Und ich finde diese Aussicht hier ist jetzt nicht unbedingt so schön. Ich stelle kurz die Trekkingstöcke hier weg und dann drehe ich einmal die Kamera um für euch. Ja. Auf der GoPro wird es jetzt gar nicht so gut zu sehen sein, aber ja, zwischen den Bäumen da unten sieht man einfach nur ein großes Fabrikgelände, qualmende Schornsteine, da unten ist noch die Autobahn. Ja, auf jeden Fall ist das für meinen Geschmack eine nicht so schöne Aussicht. Vielleicht noch abends, wenn die ganzen Lichter der Stadt brennen oder so, dann könnte ich mir das aus fotografischer Sicht vielleicht noch ein bisschen schön vorstellen. Aber so bei Tageslicht ist das nicht unbedingt meine Vorstellung einer schönen Aussicht. Ja, ansonsten haben wir hier bei der schönen Aussicht auf jeden Fall noch eine schöne Bank. Hier kann man auf jeden Fall ja, ein schönes Päuschen machen, auch wenn die Aussicht nicht so schön ist. Und was mich auf jeden Fall ankotzt ohne Ende, schaut mal her, hier unter der Bank wird wieder schön der Müll gelagert. Ja, hier liegen die Bierflaschen rum. Hier wird die schöne Aussicht auf der schönen Bank wird genossen. Ja, man bringt den ganzen Krempel mit hier hin, trinkt sein Bierchen bei dieser schönen Aussicht und schmeißt es dann einfach unter die Bank drunter und geht dann wieder. Das ist natürlich richtig kacke und das kotzt mich an sowas. Leute, wenn ihr euer Zeug doch mitnehmt hier hin, dann holt es auch wieder mit nach Hause. Entsorgt es fachgerecht, da kriegt ihr sogar noch Pfand dafür. Ey, ich finde keine Worte dafür. Ich will jetzt auch keine Kraftausdrücke hier benutzen, sonst, ja. Am besten gehe ich jetzt einfach weiter. Ihr wisst, was ich meine. Nehmt euren Scheiß wieder mit nach Hause und lasst nicht alles hier im Wald rumliegen. Kotzt mich einfach an. So, genug aufgeregt jetzt. Jetzt geht's weiter. Ich habe keinen Bock, mich hier bei der schönen Wanderung hier so aufzuregen. Kotzt mich auf jeden Fall an. Ja, leider habe ich jetzt keine Mülltüte dabei, sonst würde ich den ganzen Scheiß noch einsammeln und wegbringen, aber ja, ich habe hinten nur ein bisschen Ausrüstung drin, was zum Essen und so, und ich kann jetzt nicht die verdrecksten Flaschen da in meinen Rucksack reinmachen. Wer weiß, wer da alles draus getrunken hat. Schade. Ja, ich muss mir öfters angewöhnen, so eine Dreckstüte mitzunehmen, für Dreck reinzumachen, der mich einfach ja, wahnsinnig aufregt. So, wie gesagt, jetzt geht es hier weiter auf dem Weg. Ein paar Kilometer ballern und ein bisschen ja, hier den Wald genießen.
Ja, hier bin ich auch an einer schönen Stelle angekommen. Ich glaube, der Fels hier, beziehungsweise die Stelle hier heißt Tripsborn. Und ja, hier ist auch eine schöne Bank. Hier könnte man auch eine Pause machen, aber dafür ist es ja bei mir noch viel zu früh. Ich habe ja immerhin erst ca. 4 Kilometer gemacht. Und hier kann man jetzt auch durch die Felsen durchwandern. Offiziell glaube ich momentan gesperrt, weil ja der ein oder andere Tritt etwas unsicher ist. Da will natürlich die Gemeinde auf Nummer sicher gehen, dass da keiner entlangläuft und dann irgendwie abstürzt. Aber ja, ich werde natürlich jetzt da durchgehen, da ich ja trittsicher bin. Natürlich könnte mir auch was passieren, aber das nehme ich dann auf meine eigene Verantwortung. Macht sowas natürlich nicht nach, wenn irgendwo was gesperrt ist. Geht natürlich dann irgendwie andersrum oder so. Aber ich habe eben von einer Frau hier gehört, die auch hier entlang gelaufen ist. Grundsätzlich kann man da schon entlang laufen. Nur da hinten ist dann irgendwo eine kleine schmale Stelle, die dann wahrscheinlich der Gemeinde hier zu schmal ist und die dann Angst hat, dass dort dann ja ungeübte Wanderer abstürzen könnten. Deswegen wäre da gesperrt. Und ja, genau aus dem Grund laufe ich jetzt dann lang. Ich laufe ja auch ansonsten immer querfeldein. Wisst ihr ja, der eine oder andere von euch ist ja schon länger auf meinem Kanal dabei. Deswegen, also ja, ich gehe auch klettern und so. Das ja, wisst ihr ja, von daher dürfte das da jetzt kein Problem darstellen. Und von daher wandern wir jetzt mal etwas hier an den Felsen entlang. So, hier geht es jetzt hier ein paar Treppenstufen hoch. Und dann haben wir hier vor uns einen schönen Sandsteinfels, so wie sie hier im Saarland eher weniger vorkommen, leider. Ja, im Pfälzerwald, da findet man natürlich immer sehr schöne Sandsteinformationen, aber hier im Saarland ist das eher weniger. Von daher freuen wir Saarländer uns, wenn wir natürlich Felsenfreunde sind, freuen uns natürlich drüber, wenn wir hier im Saarland mal im Wald ja, so einen schönen freigelegten Sandsteinfels hier entdecken. So. Hier ist der Weg ein bisschen matschig. Hier auch wieder ein schöner Fels vor mir. Und dann geht es hier auch schon wieder ein paar Tritte nach unten. Jetzt über so eine kleine Holzleiter hier. Zack. Das war's dann auch schon. Jetzt geht's hier auf dem schmalen Pfad um den Sandstein hier rum. Dann hier über ein paar Brettchen drüber. Und hier wieder ein paar Stufen nach oben. So, und ich denke, das war es jetzt auch schon. So, oben angekommen bin ich auch wieder hier auf meinem Weg. Und ja, was ich manchmal so witzig finde, manchmal werden Absperrungen nur von einer Seite gemacht, auch von der anderen Seite nicht. Ja, wäre ich jetzt den Weg gegen den Uhrzeigersinn gelaufen, hätte ich von der Absperrung gar nichts gewusst. Wäre dann eventuell den Weg da reingelaufen und ja, hätte erst am Ende des Weges dann festgestellt, dass der Weg gesperrt ist, beziehungsweise dieser kleine Abschnitt. Ja, aber auf der anderen Seite kann ich es tatsächlich verstehen, dass da gesperrt ist, wenn jetzt wirklich ungeübte Wanderer da entlang kommen, die ja ein bisschen da rumstolpern oder so. Oder vielleicht auch ältere Menschen, die sich einen schönen Tag machen wollen im Wald und denken, ja, komm, wir laufen ein bisschen da entlang, machen eine kleine Wanderung. Und laufen dann da entlang, ja, kann ich absolut verstehen. Die können da wirklich in Schwierigkeiten kommen und dann abrutschen. Ja, aber für geübte Wanderer war das ja jetzt überhaupt nichts Schwieriges, obwohl passieren kann halt immer was. Und ja, weiter geht's mit der Wanderung. Immerhin habe ich ja erst jetzt ja, ein bisschen was über 4 Kilometer. Aber ja, das Ganze nimmt natürlich auch immer viel Zeit in Anspruch, diese Filmerei und so. Und ein paar Fotos machen zwischendurch. Aber ja, ich will ja auch nicht unbedingt komplett nur durchrennen,
sondern möchte den Weg ja auch ein bisschen genießen. Das ist ja auch das Schöne, wenn man draußen ist. Denn das Filmen und so macht natürlich auch viel Spaß. Das kann man natürlich alles dann kombinieren und auch genießen. Und ja, wenn es dann halt mal ein bisschen länger dauert, dann dauert es halt mal ein bisschen länger. Und ja, eins kann ich schon mal sagen, wenn auf dem Weg hier Höhenmeter kommen, dann kommen sie knüppeldick. Ja, wenn dann richtig. Echt nicht schlecht. Aber hier der Weg gefällt mir auch richtig gut. So ein kleiner, enger Pfad hier, wie so eine kleine Schlucht schon. Gefällt mir richtig gut. Und hier rechts neben mir, über dem Hügel, habe ich gerade eine kleine Hütte entdeckt. Die liegt zwar jetzt hier nicht auf meinem Weg drauf, aber irgendwie interessiert mich das Ganze natürlich schon. Mist. Da würde ich jetzt zu gern hingehen und schauen, was das ist. Ob das eine Wanderhütte ist, eine Schutzhütte, die offiziell begehbar ist. Oder ob die jemandem gehört und abgesperrt ist. Würde ich jetzt zu gern wissen. Und ich glaube, ich nehme den kleinen Umweg hier auf mich und laufe hier mal ein bisschen querfeldein und schau mal, ob ich da runterkomme. Das wäre ja gut zu wissen für die Zukunft. Okay. Ja, hier ist jedoch ein dicker Baumstamm im Weg. Ja, so ist das, wenn man so neugierig ist und alles erkundschaften will, wenn man irgendwas sieht. Dann macht man auch noch auf einer 18 Kilometer langen Wanderung hier so kleine Umwege. So. Jetzt geht es hier noch mal ein Stück nach unten. Dann sind wir gleich da und dann schauen wir uns mal zusammen diese kleine Hütte hier an. So Leute, schaut mal her. Das ist doch wirklich mal ein schönes Hütchen. Ich stelle mal hier meine Trekkingstöcke ab. Zack. Ja, die steht hier mitten im Wald. Große Bank hier. Der Boden ist zwar sehr, sehr sandig und dreckig hier. Hier hat auch jemand in der Hütte mal ein Feuer drin gemacht. Ja, aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass hier so eine Hütte steht. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das werde ich mir natürlich für die Zukunft merken. Vielleicht mache ich hier auch mal eine kleine Übernachtung drin. So, jetzt kann ich den ganzen Weg hier wieder hochlaufen, damit ich wieder auf meinen Wanderweg drauf komme. Und dann geht es für uns hier weiter auf dem Idisbachpfad. So Leute, hier haben wir auch schon das nächste Schild. Auch wieder schöne Aussicht. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu der schönen Aussicht. Vielleicht ist sie ein bisschen schöner wie die letzte. Hier ist auch wieder so eine Liegebank. Kann man sich wunderbar drauflegen. Und ja, ein Päuschen machen. Und dann drehe ich jetzt mal die Kamera um. Und ja, die Aussicht ist auf jeden Fall schon viel schöner. Ganz da unten. Da sieht man dann ein Dörfchen, aber wenigstens keine Fabrik oder qualmende Schornsteine. Das sieht auf jeden Fall viel schöner aus. Und ja, hier kann ich mir vorstellen, auch eine schöne Pause zu machen bei der Aussicht. Die gefällt mir. Ja, da war eben auch mitten im Reden dann der Akku leer. Den habe ich jetzt schnell gewechselt. Und ja, keine Ahnung, wo wir eben stehen geblieben sind. Auf jeden Fall wiederhole ich mich kurz. Und das war auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Und da kann ich mir vorstellen, ja, auch eine schöne Pause zu machen. Allerdings habe ich dafür keine Zeit,
weil ich ja noch nicht so viele Kilometer zurückgelegt habe von den insgesamt 18 Kilometer, die ich hier vor mir habe. Von daher geht es für mich natürlich hier weiter. Ja, mit der heutigen Wanderung schlage ich gleich 3 Fliegen mit einer Klappe, wenn man das so sagt. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall erledige ich 3 Sachen auf einmal. Und zwar habe ich zum einen neue Wanderschuhe. Hier die neuen Salomon XA Pro 3D. Die habe ich mir jetzt bestellt, weil ja, wir haben ja jetzt langsam Frühling und die neue Wandersaison beginnt. Und ja, damit habe ich mir auch ein paar neue leichte Wanderschuhe gegönnt und laufe die somit heute hier auf der 18 Kilometer Tour hier ein und hoffe doch, dass ich dann gut mit den Schuhen zurechtkomme und dann bald auch längere Touren mit den Schuhen hier laufen kann. Wer Interesse an den Schuhen hat und sich die mal anschauen möchte, unter dem Video werde ich die mal verlinken. Ja, Punkt Nummer 2 wäre, dass ich heute wieder mit dieser Wanderung hier ein paar Kilometer sammle. Und zwar habe ich mich ja bei der Mega Challenge angemeldet. Das ist ja eine Online-Veranstaltung, sage ich mal, die von den Machern der Mega-Märsche hier angeleiert wurde. Die haben ja so ein neues Konzept aufgrund der Problematik, in der wir alle momentan drin stecken. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ist es ja nicht möglich, große Veranstaltungen zu machen mit vielen Menschen. Und von daher kann jeder für sich selbst Kilometer sammeln und seine eigenen Routen laufen und somit dann auch bei dieser Mega-Challenge. Ja, bei dieser Mega-Challenge geht es darum, innerhalb von 2 Monaten so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Entweder 150 Kilometer, 250 Kilometer oder 500 Kilometer. Ja, sollte man eine von den 3 genannten Kilometerzahlen innerhalb der 2 Monate erreichen, dann bekommt man am Schluss dann ein Finisher-Paket zugeschickt. Also da ist dann eine kleine Urkunde drin, eine Medaille und ja, irgendwie noch ein Aufkleber, noch ein Aufnäher und so Zeugs. Und ja, bin ich mal gespannt, wie viele Kilometer ich in den 2 Monaten da zusammenbekomme. Der Zeitraum ist vom 1.3. bis zum 2.5. Und wie gesagt, bin ich mal gespannt, auf wie viele Kilometer ich da dann komme. Ja, Punkt Nummer 3 wäre, dass ich hier auf der Wanderung, auf der ich meine Schuhe einlaufe und ein paar Kilometer für die Challenge da sammle, ja, für euch auch noch ein Video drehen kann und euch den Idisbach-Pfad hier vorstellen kann. Und ja, ihr somit dann ein hoffentlich schönes Video habt. Also Leute, so, für mich geht es jetzt hier weiter. Wir haben ja noch ein paar Kilometer hier vor uns und würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. So Leute, ich habe es mal wieder nicht geschafft, auf dem Weg drauf zu bleiben. Ich habe ganz in der Ferne, jetzt mitten im Wald, ist wirklich abseits vom Weg, habe ich was erahnen können. Und habe gedacht, da muss ich einfach hingehen und muss mir das genauer anschauen. Und umso näher ich gekommen bin, umso genialer war es. Und ich drehe jetzt mal mit euch hier die Kamera um, was hier hinter mir ist. Schaut mal her. Ist das nicht klasse? Das ist doch unfassbar. Mitten im Wald, dieser kleine Wasserfall hier, mit diesem riesen Sandsteinüberhang hier, oben noch die Bäume drauf, das ist doch Wahnsinn. Ja, da habe ich einfach jetzt den Umweg nehmen müssen und schaut mal hier, links und rechts geht es richtig steil hoch. Ich konnte eben gar nicht filmen, wie ich hier hingelaufen bin. Ich habe auf jeden Fall beide Hände frei haben müssen, beziehungsweise mit den Stöcken arbeiten müssen, um hier überhaupt runterzukommen. Super genial. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal hinkommen, um hier vielleicht sogar Landschaftsbilder zu machen. Das ist ein schöner, versteckter Spot hier, den man nicht so einfach findet. Ja, einfach mega genial. Freut mich riesig, diesen Platz jetzt hier gefunden zu haben. Und
Ja, für mich geht es jetzt leider hier wieder den steilen Hang nach oben. Brauche ich auch gar nicht erst anfangen zu filmen. Da brauche ich auch beide Hände frei. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann später wieder oben auf dem Weg. Und ja, also bis gleich. So Leute, inzwischen weiß ich auch, wo ich gerade eben war. Und zwar war ich eben ganz unten in der Pastor-Grät-Schlucht, wenn das dem einen oder anderen was sagt. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf den Berg hochgewandert und stehe jetzt am oberen Teil dieser Pastor-Grät-Schlucht. Und hier hinter mir ist auch eine Tafel, wo drauf steht, wieso, weshalb, warum diese Schlucht so heißt. Und zwar muss im Jahr 1857 hier ein Pastor abgestürzt sein. Und den hat man dann erst am nächsten Morgen dann hier gefunden. Wahrscheinlich war er abends unterwegs auf dem Nachhauseweg und ist dann ja hier 10 Meter tief in die Schlucht gestürzt. Und wie gesagt, am nächsten Morgen hat man ihn dann erst tot aufgefunden. Und somit heißt dann diese Schlucht hier Pastor-Grät-Schlucht. Ja, und da habe ich eben ganz unten drin gestanden. Ja, wie gesagt, den unteren Teil dieser Schlucht kann man vom Wanderweg nur ganz leicht erahnen. Da muss man schon so vorwitzig sein, so wie ich, und dann ja diesen beschwerlichen Weg auf sich nehmen, um unten tief in die Schlucht reinzuwandern. Ja, und dort hat man dann auch diesen tollen Blick auf den Felsen, wo das Wasser runtergefallen kommt. Und wie gesagt, jetzt stehe ich hier am oberen Teil. Ich drehe kurz meine Kamera um und zeige euch das mal. Ja, so sieht es dann hier oben aus. Hier fließt auch das Wasser runter und dann durch die Schlucht. Und dann irgendwo da unten ist dann der untere Teil, wo ich eben drin gestanden habe. Ja, so viel hier zu der Pastor-Grät-Schlucht. Und ja, für uns geht es jetzt hier gemeinsam weiter auf dem Idisbachpfad. Ja, inzwischen habe ich an die 11 Kilometer gemacht. Und ja, somit liegen noch gute 7 Kilometer vor uns. Bin gespannt, was noch so alles hier auf uns wartet. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Momentan haben wir immer einen Sonnenuntergang gegen 6:15 und wir haben inzwischen auch schon, ja, ich glaube 4:15, 5:30. Von daher muss ich auch mal ein bisschen draufhalten hier und ja, ein bisschen Gas geben, dass es nicht allzu spät wird. Ja, zum Glück habe ich noch meine Kopflampe eingepackt, falls ich dann doch noch ein bisschen mehr drödel und dann doch noch länger für den Weg hier brauche. Ja, wie eben schon erwähnt, das Filmen und dann das Ganze rumschnusen und von dem Weg abkommen und sich immer alle Ecken genau anschauen, das dauert halt und das geht so ein bisschen auf die Zeit drauf. Aber das mache ich auch gerne und das ist ja auch schön, mal ein bisschen links und rechts vom Weg sich dann auch mal ein bisschen umzuschauen. So, das war gerade eben ganz schön anstrengend. Da ging es nochmal, ja, so tief in eine Schlucht rein und dann wieder aus der Schlucht raus. Das waren auch wieder ein paar Höhenmeter, die mich jetzt ein bisschen ins Schwitzen gebracht haben. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Natürlich jetzt ein blöder Mix. Ich habe zwar meinen Regenponcho dabei, aber da habe ich jetzt wenig Lust drauf, den anzuziehen. Weil dann kriege ich nämlich noch wärmer. Und dann schwitze ich noch mehr. Und da habe ich gar keine Lust drauf. Von daher hoffe ich, dass der Regen gleich nachlässt. Und ich dann um den Regenponcho drumherum komme. Ja, ich habe ja momentan hier eine Softshelljacke an. Die hält ja auch so ein bisschen den Regen ab. Und wenn es dann gleich aufhören sollte, trocknet die dann auch relativ schnell wieder. Und wenn es gleich runter machen sollte, wie aus Eimern, dann bringt die Softshelljacke natürlich auch nichts mehr. Und dann werde ich wohl gezwungen sein, den Poncho anzuziehen. Ja, da hinten kann ich auch wieder etwas blauen Himmel sehen. Ich hoffe, dass der Regen gleich nachlässt. Ja, wie auf Knopfdruck. Wie auf Knopfdruck hört es auf. Hoffentlich bleibt es jetzt auch so. Puh. Ja, ich bin gerade eben hier so entlang gewandert und ja, habe mich so ein bisschen umgeschaut. Schaut mal her. Da habe ich mir gedacht, wow, hier stehen wirklich verdammt große Bäume. Und nur ein paar Meter weiter
habe ich dann auch schon hier dieses Schild gefunden. Schaut mal her. Der Wald der Riesen. Ja, da habe ich mich gar nicht so getäuscht, denn hier stehen verdammt große Buchen. Und ja, bis zu 40 Meter groß. Und ja, über 180 Jahre alt. Das ist wirklich richtig Wahnsinn. Und hier ist auch mal ein paar Zahlen zu einer Buche. Und zwar steht hier, eine Buche hat 200.000 Blätter. 1200 Quadratmeter beträgt die Gesamtfläche dieser Blätter. 400 Liter Wasser werden täglich verdunstet. 20 Kubikmeter Luft werden pro Tag erneuert. 5 Kilo Sauerstoff werden pro Tag neu produziert. Das ist doch wirklich mal Wahnsinn. Solche Zahlen zu einer Buche zu hören bzw. zu lesen. Und ja, ich drehe hier mal nochmal die Kamera rum. Hier vor mir steht auch ein gewaltiger Baum, eine gewaltige Buche. Schaut mal her. Das sieht wirklich richtig klasse aus. Ja, auf solche Sachen zu achten am Wegesrand, beziehungsweise sich die Bäume genau anzuschauen und ihre Größe zu bestaunen, einfach fantastisch. Geht einfach raus, genießt die Natur, bewegt euch ein bisschen und ja, schaut immer links und rechts von den Wegen euch die Natur genau an und genießt das Ganze. Die Beschilderung des Idisbachpfades hat mich gerade eben darauf hingewiesen, dass ich jetzt 14 Kilometer von den insgesamt 18 Kilometer geschafft habe. Und laut meinem Handy, laut der App Komoot, die ich benutze, habe ich 16,6 Kilometer gemacht. Ja, da kommen erstens mal die ganzen Meter zusammen, die ich an und hin und her laufe, um diese Laufszenen, diese Laufsequenzen hier zu filmen. Ja, also Kamera aufstellen, dann wieder zurücklaufen, dann wieder durchs Bild laufen, Kamera wieder einsammeln. Da kommt natürlich auch einiges zusammen und dann kommen noch die Umwege hinzu, wo ich mich eben dann noch etwas links und rechts vom Weg ja, umgeschaut habe. So kommt wahrscheinlich da die Differenz zusammen. Und ja, ja, aber unterm Strich auch nicht schlimm, denn die Kilometer kommen mir natürlich auch dann ja, jetzt hier bei dieser Mega-Challenge zugute. Und von daher zählt natürlich jeder Kilometer, den ich mehr mache, ist natürlich ein guter Kilometer. Und somit hoffe ich doch dann, dass ich dann auch bald die erste Hürde schaffe von 150 Kilometer in der Challenge. Aber wie eben schon gesagt, ich bin mal gespannt, wie weit ich es da schaffe in der Challenge. Beziehungsweise wie viele Kilometer ich da in den zwei Monaten da zusammenbekomme. Ja, und jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Eben bin ich oben über den Königsberg drüber gelaufen und jetzt bin ich hier wieder so leicht im Abstieg drin. Oben hat es ganz schön gewindet. Ja, und hier fängt es jetzt wieder an zu regnen. Hoffentlich bleibt es nur bei ein paar Tropfen. Ich habe jetzt keine Lust, auf den letzten 4 Kilometer da noch großartig den Poncho auszupacken beziehungsweise irgendwie noch nass zu werden. Ja, inzwischen hat es etwas stärker angefangen zu regnen und ich habe jetzt hier ein paar Meter weiter weg noch eine kleine Schutzhütte gefunden. Und da werde ich mich jetzt ein bisschen unterstellen, was trinken und noch einen Eiweißriegel essen. Und da hinten, Leute, da es jetzt regnet, ist ein unglaublich schöner Regenbogen zu sehen. Aber ihr werdet den jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut sehen können, oder? Wie sieht man es hier auf der GoPro? Da geht's lang. Sieht auf jeden Fall super genial aus. Ein sehr schöner Regenbogen. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier eine kurze Pause und hoffe drauf, dass es ja, gleich wieder aufhört zu regnen. Das Ganze kann natürlich auch nach hinten losgehen. Und wenn ich dann fertig bin mit meiner Pause, kann es dann erst richtig losgehen mit dem Regen. Keine Ahnung, aber ich gehe auf jeden Fall das Risiko ein und mache jetzt eine kurze Pause. Trink was, ess was und hoffe drauf, dass es gleich aufhört. Ja, der Eiweißriegel ist jetzt verdrückt und ich habe auch ein paar Schluck getrunken. Ja, aber irgendwie will der Regen nicht ganz aufhören. Es hat sich wahrscheinlich jetzt so leicht eingeregnet hier.
Ich habe ja gehofft, dass es nur ein kleiner Regenschauer ist, aber irgendwie hört es nicht auf. Ja, und ich habe jetzt auch keine Lust, länger in dieser Hütte drin zu warten, bis es dann vielleicht mal irgendwann aufhört. Also raus in den Regen und weiter geht's. Ja, inzwischen bin ich, denke ich, langsam auf der Zielgeraden. Und wie ihr sehen könnt, habe ich wieder Glück gehabt. Es hat aufgehört zu regnen. Schaut mal her, wie schön da hinten der Himmel aussieht. So wirklich richtig klasse. Und ja, zum Glück bin ich ein bisschen verschont geblieben mit dem Regen. Waren nur ein paar Tropfen und so. Hat alles so gepasst, wie es jetzt war. Ja, jetzt laufe ich hier noch so einen kleinen Feldweg entlang. Und dann komme ich da vorne auch schon in das Dorf rein. Und dann sind es nur noch ein paar Meter. Und dann dürfte ich auch schon an meinem Auto wieder ankommen. Jetzt bin ich hier auf den letzten Metern des Idisbachpfads und das ist unglaublich. Schaut euch das mal an, ich muss kurz stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob es jetzt so rüberkommt, aber wisst ihr, wie steil das hier hochgeht? Das ist Wahnsinn. Das sieht gar nicht aus wie ein Wanderweg hier, sondern eher wie eine Rinne, wo das Wasser runterläuft oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall verdammt steil. Ja, der Weg zeigt sich hier auf den letzten Metern auch noch von seiner besten Seite. Puh. Wahnsinn. So, ich mach kurz die Kamera weg. Dann sehen wir uns gleich oben. So Leute, laut Wanderwegbeschilderung hier habe ich jetzt die 17 Kilometer gerade eben hier geknackt. Von daher ist es ja jetzt nur noch einen knappen Kilometer bis zum Auto. Und ja, auf meinem Handy habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Die App Komoot sagt mir, dass ich 19,7 Kilometer gemacht habe. Also wenn ich dann an meinem Auto angekommen bin, habe ich auf jeden Fall auch die 20 Kilometer voll für heute. Und ja, ansonsten die Schuhe, die Salomon XA Pro 3D, haben sich auf jeden Fall gut geschlagen heute auf den 20 Kilometer hier. Mit denen komme ich gut zurecht. Und von daher werde ich die auch weiterhin auf den nächsten Wegen testen. Und demnächst habe ich auch noch ein Projekt vor. Ja, da möchte ich einen speziellen Wanderweg hier im Saarland laufen, 46 Kilometer und ja, da werde ich auch die Salomon hier anziehen und dann testen. Ja, weil das ist ja schon eine etwas längere Strecke und da bin ich mal gespannt drauf, wie sich dann so ein leichter Schuh auf so einem Weg dann schlägt. Normalerweise laufe ich ja immer eher in den etwas schwereren Wanderstiefeln. Ja Leute, bevor es jetzt richtig dunkel wird, würde ich sagen, beenden wir das Video hier, weil wie gesagt, ich bin ja jetzt sowieso gleich am Auto. Von daher, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen hoch, abonniert noch hier meinen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Foto- und Autoabenteuer. Also macht's gut und bis dann. Ciao.